Hi Freunde, heute ist Mittwoch. Ich mache gerade ein Intro. Ich habe es vergessen, beziehungsweise ich habe es gelöscht vorher. Ich sitze gerade auf Klo. Lass mir ein Bad gerade ein. Ihr werdet jetzt, glaube ich, dann das Video sehen mit Winnie und Sydney. Ja, nice, dann. Ich sitze auf jeden Fall. Ja. Wir haben Elevate-Shooting. Danach habe ich mich noch mit Winnie und Sydney den ganzen Tag getroffen. Wir haben eigentlich nur Scheiße gebaut. Oder haben eigentlich nur haben eigentlich nicht wirklich was gemacht, aber guckt es euch an, ist ein Tagesvlog gewesen. Lasst ein Like da. 40.000 Likes, Freunde, abonniert den Kanal, perfekt. Und ich habe vierlagiges Toilettenpapier, Kore, wenn man irgendwas sehen sollte von meinem Puller oder so, einfach wegschneiden. Ja, mir fällt auch immer wieder auf, was für ein scheiß Sommer das dieses Jahr war. Ich war zweimal weg, in Kreta und in Ibiza. Aber wow, ist das ein scheiß Sommer, ne? Es regnet die ganze Zeit, heute regnet es wieder. Es sind 15 Grad oder so, im August. So, ich bin da. Ach ja, Freunde, das ist mir gerade mal so aufgefallen. Manche von euch haben geschrieben... Okay, ist gelogen. Eigentlich hat niemand von euch geschrieben. Ich wollte es nur nicht ungefragt sagen. Bin ich der Einzige, der morgens nicht frühstücken kann? Es geht nicht. Ich kann in der ersten Stunde, nachdem ich aufstehe, nichts essen. Ist verrückt. Also ich habe gar keinen Appetit, gar keinen Hunger. Ich krieg dann immer erst so nach 2 Stunden Hunger, aber dann brettert es richtig halt. Ne? Dann habe ich sehr, sehr doll Hunger. Wollte ich mal so loswerden. Übrigens, Freunde, habe ich auch vergessen zu sagen, am 10.9. kommt das Nackenkissen raus. Also das Shooting ist heute und am 10.9. kommt das zweite Nackenkissen raus. Wir haben 60.000 Dinger produziert. Letztes Mal ging ungefähr ein bisschen mehr als 50.000 weg. Danke an jeden Einzelnen, der supportet hat. Die Dinger werden zwischen 20 und 25 Euro kosten. Also eigentlich genauso wie beim letzten Mal. Ja, das sind jetzt das falsche Geld. Leute, hallo, will ich einfach auch hier? Ja, ich wusste es nicht mal. Er kommt einfach. Überraschung. So sieht es dann immer aus. Übrigens, das wird das Nackenkissen. Ein paar haben wir hier schon. Wie beim letzten Mal, ich weiß aber, diesmal haben wir keinen Dings da. So sieht es dann hier aus. Aber ist jetzt auch nicht, also nur für den Nackenkissen-Job. Normalerweise ist das alles ein bisschen anders. Letztes Mal haben Sidney und ich uns ein paar Gedanken gemacht, was wir machen. Dieses Mal ist es auch so. Aber wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir es umsetzen. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. So, wir sind jetzt hier beim Nackenkissen-Shooting. Das Nackenkissen am 10.9. Er hat gestern auf jeden Fall... Digga, du siehst aus, als hättest du eine super Nacht. Und guck das mal. Den. Lass uns mal ganz kurz brainstormen, was wir jetzt machen. Do you have ideas? No, at the moment. Well, it's a little bit, you know. Tired. Tired, sleepy from traveling. Yes, yes. Jet lag. Understand. In der Perle war ja auch gestern. In der Perle? In einer Perle auch drin? Alles gut. Digga, ich frage ihn gerade, was wir so machen können. Digga, dann kam erst mal 10 Sekunden ein ganz leerer Blick und hat er gesagt, fürs Video. Ich sage, wir machen, also, brainstorming. Wir filmen das. Mal wieder so aus. Wir filmen das Nackenkissen ab. Klassiker. Ja. Dann würde ich sagen. 10, 15 Sekunden, dann von. Korrel, wenn du es siehst, einfach reinknallen. Korrel, einfach reinhauen. Was haben wir letztes Mal gemacht? Ach so, mit diesem Einkaufsfeuer. Sydney. Mit dem Wagen. Hast du irgendwas? Ich würde das Video mit dem Beispiel testen. Kannst du irgendwas so... Falsch, Kind. So. Das ist, weißt du, irgendwie so ein Handstand oder so. Kannst du so? Man muss irgendwas... Jetzt muss irgendwas kommen. Ah, jetzt ist aber ein Bild. Aber es sieht doch nicht blau aus, oder? Ja, das ist noch nicht gegradet. Es muss noch gegradet werden. Auf die Tage nach, auf uns beiden. Hast du schon gemacht? Ja, du hast auch durch. Okay. Okay. Nur die Hälfte? Ja, da? Eli hat eine krasse Idee. Ey. Ey. Eli hat eine krasse Idee, Leute. Warum hab ich denn so? Gar keinen Auftrag so. Doch. Ja, Eli, spiel mit der Kamera, sei du selbst. Ja, da bist du doch. Mach mehr. Mein Job war nicht mal, Falschgeld zu sein. Kann ich relativ gut. Hey, du warst der Beste. Wie fühlt sich das also an dann so? Ja, ich fühle mich irgendwie ein Schauspieler teilweise. Du bist der Beste. Ich muss ein bisschen weiter shooten. Ja, Sind wir mit Rabona.gg für Modelanfragen? Es muss so sein.
So, Koray, das schneidest bitte rein, weil wenn man jetzt hier rüber schaut, da ist das Brandenburger Tor. Bisschen weiter hier jetzt hier links, kann ich nicht ganz genau sagen, sieht man auch nicht ganz. Da ist die Mauer. Hier hinten sieht man das ganz gut, das ist Marzahn. Auch sehr, sehr krass. Wenn ich jetzt hier weitergehe, da vorne wäre auch schon der Kuhdamm. Bisschen hier links, da ist so ein geiler Bubble Tea Laden. Berlin ist so klein, so überschaubar. Berlin, ich liebe dich! Icke! Ich lieb dich, der Willi. Macht's gut, ne? Alles klar. Leute, hier POV vom Nackenkissen. Ja. Willi. Ja? Elia hat mir gerade Gewinn und Aktien gemacht. Aber nicht durch dich. Glaubst du, auf welchen Mist es gewachsen ist? Krass, ich hab in einer Woche 3,5k Gewinn gemacht. Ich sagte, willkommen an der Börse. Mann, du hörst dich an wie eine schlechte WhatsApp-Gruppe, Mann. Geh raus, wirklich. Ja, du bist der Beste. Du bist der Beste. Yeah! Jetzt geh mal zu mit den langen Haaren und sag, mach jetzt irgendwas. Müssen wir halt noch alles rendern. Sag was an. Sag denen was, was die machen. Geht's Licht ein bisschen höher? Ja, ja. Ich gebe ein bisschen was mit. Ja, sehr gut, City. Ja, das fand ich auch cool. Ich habe überlegt, aber ich glaube, das schafft es nicht. Ist das dein Ernst? Ich stehe jetzt hier vor dir und du greifst hier wirklich in deine Hand. Weiß ich nicht, Junge. Weiß ich nicht, was du mir sagst. Ja, weil das ist wie, ich habe schon mal erklärt, wenn du... Ich möchte ein offizielles Statement zu dem, was du da unten machst. Ich habe zwei Fragen. Kennst du das, wenn du... Sackläuse, Dreads, entweder rasierst du dich da jeden Tag so, dass da wirklich nichts nachwächst, oder du, Waves. Hast du früher Pokémon-Karten gehabt oder Yu-Gi-Oh-Karten? Ja, sehr. Kennst du das, wenn du die beste Karte hattest, dann hast du dir das richtig auch angeguckt? So ist das ungefähr. Wenn, ja, so ist das. Weiß das hab ich schon mal gesagt. Das ist aber wirklich so. Das ist, das ist wirklich so. War so knapp. War kurz davor, ihn anzufassen, Leute. Was sagst du dazu? Ein Wespe. Ja. Zwei Männer. Ah, ach meine so, Beine brechen gleich. Ja, ich schwöre. Ah. Ah, meine Beine sind zu lang. So werden Instagram-Bilder gemacht, Leute. Mein Willi hat den Nackenkissen. Man sieht, dass das Nackenkissen funktioniert. Hey, bleib doch mal liegen, ey. So, wir sind jetzt hier so seit ungefähr, weiß nicht, 2-3 Stunden am Shooten. Wir sind schon ein paar super Sachen dabei. Wie geht's? Du bist, hast dich gefangen, ne? Hast dich gefangen. Ich glaube, es ist der, aber trotzdem aus wie nur. Hallo, ey. So, was hat man? Dankeschön, Willi, danke für den Support auf jeden Fall. Ach du Kacke. Hä, wie gut. Ach du Scheiße. Guck mal, das sah so aus. Mach mal eine Hand an, sag. Geh mal hinter ihn. Du bist der Beste. Sag ich mir. Das sieht ja richtig scheiße aus. Das sieht viel schlechter aus als bei mir. Schnapp dir da mal eine Scheibe ab. Nur eine kleine. Das muss rein. Jetzt mal ehrlich, du hast ADHS, ne? HDS, wie heißt das? Den, kennst du das, wenn er manchmal einfach so rumschreit? Weißt du nicht? Ja. Aber so. So aus dem Nichts einfach. Wird einfach miaue. Miau, 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 miau. Und dann kommt die andere Katze. Wir haben uns verlaufen, Freunde. Wir sind fertig. Wir gehen jetzt wahrscheinlich noch irgendwas essen. Und wir haben unsere Autos irgendwie aus dem Augen verloren. Wir haben uns dazu entschieden, eine Pizza essen zu gehen. Walla paar Männer, da waren wir schon mal. Letzten Vlog sogar. Willi wird es jetzt zum ersten Mal essen. Sydney zum zweiten Mal. Merkt ihr selber die Essensqualitäten. Sydney wollte die ganze Zeit dahin. Weil ich es ihm gezeigt habe, weil ich ein Mehrwert für diese Freundschaft bin. So, wir sind wieder hier. Wie gesagt, ihr solltet keine Experimente machen. Immer Pizzen nehmen. Pizzen sind es hier. Nudeln nicht. Du nimmst eine Pizza. Du isst sogar vier, ne? Nimm zwei Pizzen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Ja. Also die sind auch, die sind locker flockig. Ich bin mit einer Portion hierher gekommen. Die sind locker flockig hier. Das ist er jetzt, Freunde. Super Pizzaladen. Aber kriegt schon mal einen Daumen nach unten, weil es hat echt krass lange gedauert, Digga.
Also als wir bestellt haben, nicht so, aber bis wir überhaupt bestellt haben, hat es krass lange gedauert, aber krass ist es jetzt. Eine Pizza für ihn, eine für mich. Die ist für ihn und mich so mäßig. Und Lilly heißt ja. Ja, ja. So, wir sind fertig mit Essen, wir gehen jetzt zu Sydney, in seine Wohnung, Freunde. Hier werdet ihr immer irgendwelche hässlichen... Ich hoffe, du merkst, dass die Tür gerade nicht aufgeht. Erzähl. Das ist kein Problem. Hier werdet ihr aber richtig hässliche Bilder von Sydney. Digga, die Tür geht nicht auf. Ja, ich will auf den Saal, warum ist die Tür rausgekommen? Ihr haltet sie zu. Er sagt, ich halte sie zu. Sie tüfteln hier gerade die Pläne aus, wie was hinkommt. FIFA 22. FIFA 22. Du bist Gene Sender geplant. Also wir sind uns einig, hier müssen jetzt auf jeden Fall 6 Monitore hin. Also da pro Streamer halt 3. Das war von meiner Schwester. Von deiner Schwester ist das gewesen? Ja. Digga, guck mal, sein eines Auge. Willi. Komm, verdammt. Mann, Alter. Hä, wie geht's denn? Wir gucken jetzt hier Fortnite irgendwelchen Streamern zu. Wie heißt der? Nee, der Typ, Vadial. Von dann strengen wir Spiegel. Er ist gerade aufgestanden und hat gesagt, dass er einen Stand macht und läuft hier mit so einer Halbplatte durch die Gegend. Und das Beispiel liegt er. Das ist so eine lost Runde hier gerade. Ich schwöre. Was hier für Gespräche gerade. Die letzten 5 Minuten. Also lass uns nochmal die To-Do-Liste durchgehen. Bubble Tea. Ja. Und wir müssen... Bubble Tea! Ja, sag's doch. Das wird nicht gewertet. Bubble Tea. Wir müssen in deine Wohnung. Wir müssen etwas Scharfes konsumieren. Ah, ja. Ja, wenn ich das wegknallt, dann brennt hier der Laden. Nein, es wird nicht so schlimm. Er wusste, der Mann, wir hatten eine Wette. Wir gehen nochmal Milch kaufen. Wird das so sein, dass ich nicht schlafen kann und so? Nein. Ich gehe jetzt die To-Do-Liste nochmal für alle durch. So, Bubble Tea und dann immer Check. Noch kein Check dahinter. No Check. Aha. In die Wohnung, no Check. Milch holen, no Check. No Check. Chili essen. No check. Reis dazu holen. No check. No check. So we have und to dann go. Während dem Essen FNCS hier 3 gucken. So we have to go 6 points. Wir gucken gerade League of Legends Turnier. Na nice, dann auf jeden Fall. Wir haben Zeit, versuchen die zu fokussieren. So, wir sind jetzt bei mir. Gibt ein kurzes Brainstorming, wie ich meine Wohnung einrichte. Wie Geld liegt in seiner Adresse, ich meine das Miet. Hier ist gerade Brainstorming, wie wir das einrichten. Der Raum ist so hart zu bestücken. Der Raum ist so hart zu bestücken. Hier ist die Küche und hier wollte ich eigentlich meinen Fernsehbereich machen, also wohnzimmermäßig. Und da soll dann mein Streamingzimmer sein, aber wir wissen nicht, wie wir das hier einrichten. Aber bis wohin, also die hier ist mein Sitzbereich, weil wenn hier die Couch lehne, dann sitze ich ja sozusagen hier, Willi. Und mein Rücken ist hier, aber mein Bein und mein Bein. Was willst du? Erst doch die Couch lehne. Ja, aber du sitzt ja auf deiner Couch. Das ist jetzt die Couch, ich muss drauf. Ja, aber er ist ja die Couch. Achso, erst hier lehne. Und ich bin ja hier, also geht meine Beine bis hier hin. Weißt du? Ja. Und dann kannst du dich einfach aufstehen. Kannst du nicht aufstehen? Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Wir messen gerade, wie weit jemand hinkommen kann. Und die haben sich hingestellt. Wir haben jetzt hier einen Plan gemacht, Chat. Wir werden das hinbekommen. Wir haben hier gerade einen super Plan ausgetüftet. So, kurzer Check von der To-Do-Liste. Das war cool, dass du dich angeschnallt hast, weil diesen Geräusch mag es. Wir haben
Bubble Tea. Bubble Tea? Meiner ist diesmal besser. Digga, du hast grünen Tee mit Milch. Ich hab das getrunken, das schmeckt wie scheiße. Willi, probier bitte sein. Willi und ich haben die Bubble Teas geholt, Eli beim Auto. Wir haben dann uns ans Auto geschlichen und haben Elis Auto mit Bubble Teas abgeschossen. Ich hab das nicht mal mitbekommen. Ich dachte, es wäre Regen, Digga. Nee, Junge, das ist glitschig. Ey, was machst du? Das ist pfirsich oder so. Nimm dich mal zusammen. Das ist kacke, ne? Das ist frech. Wer sagt noch, das ist lecker? Wir müssen noch Milch kaufen. Dann gehen wir jetzt kurz was essen. Danach Chili Challenge. Ja. Wir sind jetzt hier wie Falschgeld. Dudu, ich bin das dritte Mal hintereinander hier. Das dritte Mal hintereinander sind wir nicht reingekommen. Weil es so voll ist und richtig nervig. Und das ist nicht mal, es ist nicht mal leckerer als Zen. Sonst wäre es ja nicht voll. Dreimal hintereinander. Nein, der Laden ist zu klein. Der Laden ist einfach zu klein. Dreimal nicht reingekommen. Das ist ein Essensladen so. Also, das musst du dir mal überlegen. Nein, zeig, was du machst. Die gucken sich gerade Fortnite-Highlights an. Ich nicht. Mitten im Restaurant. Freunde, es ist so unangenehm. Verliebt! Es ist so unangenehm mit den beiden zu spanischen Müttern. Es ist so unangenehm mit den beiden, auch wie die bestellen und so. Ihr seid respektlos, ne, beim Bestellen? No te quiero. Was ist es geworden? Ich muss hier die ganze Rüber. Nee. Ganz kurz, Chat. Ich hasse ihn wirklich. Es ist unglaublich schlimm mit ihm. Man ist mit denen draußen und es ist wie mit kleinen Kindern. Er hat es umgehauen und es ist auf mich. Es ist. So, Freunde, das war's vom Tag. Es ist jetzt soweit, wir trennen uns, wir waren von 10 Uhr morgens zusammen. War ein cooler Tag, ey. Stimmt. Ey, wunderschön. War wirklich. Ey, Willi und Eli haben sich gerade das dritte Mal im Leben gesehen. War wirklich, ey, Mann. Wirklich. Ey, war wirklich, halt die Ohren steif dann. Mach auch, pass auf deinen Arsch hoch. Ja, versuch das dann. Komm auch fest. Mit deiner Hand drauf, dann versiegeln wir das Ganze jetzt. Versuchen wir das dann festzuhalten. Ja. Ja. Lass uns das dann festhalten. Ey, war auf jeden Fall ein nicer Tag. Lass ein Like da. Stopp mal. Ja? Lass uns mal alle was Positives vom Tag sagen. Ich fand's cool, dass wir viel geredet haben. Es sind wenig loste Sachen passiert. Ja. Und ich bin dankbar, dass wir den Tag genießen. Ja, was alles hinter der Kamera passiert ist. Ey, wirklich. Kann man keinem erzählen. Dann halt die Ohren steif. Lass auf jeden Fall. Lasst ein Like da, 25.000 oder 30.000. 10 Kommentare. 10 Kommentare ist das Ziel. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreib mal Böhnensalat rein, wer bis zum Ende geguckt hat. Ja, nice dann. Böhnensalat, Leute. Ja, dann. Ja, links, man haut jetzt rein. Okay, ey, Jungs, auf jeden Fall. Cool, so, nice. Hey!